Und telefonisch begrüße ich jetzt Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Ich grüße Sie. Frau Göring-Eckardt, Sie haben direkt auch schon nach dem Anschlag ausgerufen, wir werden uns unsere Freiheit nicht nehmen lassen. Wie wollen Sie die verteidigen, wenn Sie eher zurückhaltend sind bei dem Thema Abschiebungen? Na, in diesem Fall, wenn es denn der Täter war, bin ich überhaupt nicht zurückhaltend, was Abschiebung angeht. Der Tunesier hätte längst geschoben werden müssen. Offensichtlich hat er die Ausweispapiere des tunesischen Staates nicht bekommen und offensichtlich ist es auch bei uns nicht gelungen, einen Top-Gefährder, so muss man den ja mit Sicherheit bezeichnen, auch wenn man Ihren Bericht jetzt gerade hört, einen Top-Gefährder tatsächlich rund um die Uhr zu überwachen und zu bewachen und mitzubekommen, wenn er von A nach B fährt. Also insofern, nein, da bin ich nicht zurückhaltend. Nach Tunesien kann abgeschoben werden und auch dieser Mann hätte abgeschoben werden können, weil er nachvollziehbar ausreisepflichtig war und weil man nach Tunesien in diesem Fall auch abschieben kann. Das heißt, es gibt für die Grünen keinen Grund, das Thema Zurückführung oder sichere Heimatstaaten noch einmal neu zu diskutieren, wo es ja in Ihrer Partei immer schon auch verschiedene Ansichten gab. Also die Frage ist ja nicht, war das jetzt ein sicheres Herkunftsland oder nicht, sondern die Frage ist, warum ist der Mann nicht abgeschoben worden? Und ich finde, wir haben gerade eine Situation, wo die Besonnenheit das oberste Kriterium dafür sein muss, was man für politische Forderungen stellt. Meine politische Forderung ist danach, wie haben eigentlich die Sicherheitsorgane, die Sicherheitskräfte gearbeitet, waren miteinander vernetzt, waren sie ausreichend miteinander vernetzt und wer hätte eigentlich in dieser Situation Herrn Amri bewachen müssen und observieren müssen. Und die Abschiebung wäre möglich gewesen und deswegen finde ich, ist das nicht die Debatte. Da sind wir, liegen wir völlig daneben und würden auch nicht mehr Sicherheit machen, sondern nur eine politische Symboldebatte machen. Ich bin sehr dafür, dass wir dafür sorgen, dass wir mehr Sicherheit schaffen und das ist ja offensichtlich auch dringend notwendig. Frau Göring-Eckardt, die Bundeskanzlerin hat heute Nachmittag gesagt, dass sie stolz ist, dass die Menschen bei uns im Land besonnen reagiert haben seit dem Anschlag. Gleichzeitig hat man aber eine polarisierte Atmosphäre in Deutschland. Eben auch viele Menschen, die auf die Straße gehen, meist über die AfD. Was für eine Stimmung nehmen Sie in Deutschland zurzeit wahr? Also im Moment, finde ich, kann man sehr froh darüber sein, dass sehr viele Menschen in Berlin und auch in anderen Städten sehr besonnen sind. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass sehr viele Polizeikräfte im Moment auf den Straßen sind. Ich komme gerade aus Erfurt, aus meiner Heimatstadt, wo man sieht, nicht nur rund um den Weihnachtsmarkt, sondern auch an anderen öffentlichen Plätzen sind jetzt Polizeibeamte, die da in der Kälte stehen, denen man auch durchaus mal ein Dankeschön sagen kann. Und die Menschen lassen sich auch ihre Feiertagsstimmung nicht nehmen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und wenn die AfD jetzt ihr Süppchen darauf kochen will, dann ist das für mich erstmal nicht verwunderlich. Denen geht es auch nicht darum, dass in irgendeiner Weise die Sicherheit erhöht wird, sondern denen geht es um populistische Angstmache. Und ich glaube, nicht nur, weil wir wenige Tage vor Weihnachten sind, sollten wir klar machen, wir lassen uns keine Angst machen und wir lassen uns unsere Freiheit nicht nehmen. Nicht von den Terroristen und wir lassen uns aber auch unsere Menschlichkeit nicht von den Populisten nehmen. Ich glaube, beides gehört zusammen und das zeigen sehr viele Menschen, die sich in der Vorweihnachtszeit eben weiterhin aufhalten und plötzlich machen wollen, das hier ist unser Land und das ist auch unser Leben. Sie sagen, die Menschlichkeit nicht von Populisten nehmen lassen, aber viele von den Menschen, die jetzt die AfD wählen wollen oder schon gewählt haben, sind enttäuscht von der bisherigen Politik und den Parteien, den etablierten Parteien. Wie wollen Sie solche Menschen überzeugen von Ihrer Politik? Ich glaube, dass es jetzt tatsächlich darum geht, dass Zusammenhalt hergestellt wird, dass wir in unserem Land wieder zusammenwachsen und uns an den Fakten und an den Tatsachen orientieren. Dazu gehört, dass wir Sicherheit brauchen und dass wir uns auch überlegen müssen, an welchen Stellen brauchen wir mehr Sicherheit. Wir dürfen nur nicht mit den alten Instrumenten reagieren, so nach dem Motto, mehr Überwachung hilft uns. Es hilft uns nicht und in dem Fall auch nicht geholfen. Hier hätte geholfen, dass man eine sehr konkrete Überwachung hinbekommt und eine sehr konkrete Sicherheitslage einschätzt. Und ich glaube, das gehört einerseits dazu und andererseits, glaube ich, muss man von Menschen in diesem Land auch erwarten, dass sie sich tatsächlich mit den Fakten beschäftigen. Und ich sehe eben nicht nur diejenigen, die bereit sind, AfD zu wählen, sondern ich sehe die ganz große Mehrheit der anderen,
die genau dazu nicht bereit sind. Und ich glaube, dass es unsere Aufgabe ist, denen eine Stimme zu geben und für die auch politisch aktiv zu sein, die sich bei uns jedenfalls melden und sagen, wir wollen das, wir wollen unsere Freiheit verteidigt sehen und wir wollen unsere Offenheit verteidigt sehen. Und ja, wir brauchen natürlich auch Sicherheit und wir brauchen auch an mancher Stelle mehr Sicherheit. Und dann ist es auch egal, woher jemand kommt, ob der aus Tunesien kommt, aus Damaskus, ob der aus Russland kommt. Sicherheitsfragen sind ganz elementare und natürlich häufig auch ganz existenzielle Fragen. Und das ist unser Job auch in der Politik und natürlich gerade auch, was die verschiedenen Sicherheitsbehörden angeht. Und dann muss man vielleicht eins hinzufügen. Seit 10 Jahren sind alle Sicherheitsorgane in Hand der Union. Und wenn wir ein Sicherheitsproblem haben, dann erwarte ich von denen, die da jetzt rumzündeln, erstmal, dass sie sich an die eigene Nase fassen oder vor der eigenen Tür kehren. Frau Göring-Eckardt, vielen Dank für das Gespräch und für die Einschätzungen heute Abend. Mich auch. Adi und auf Wiederhören.